Hey Leute und willkommen zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, ihr habt es gesehen, wir waren in der Instanz. Wir haben die Zusatzaufgabe erledigt und jetzt müssen wir hier noch ein paar Aufgaben erledigen. Erstmal holen wir die Talismänner. Euer Blut für Gahun! Ach, sei doch still. Was willst du denn? Schreie nicht so rum. Sonst wissen die noch, dass wir da sind. Ich glaube, wir müssen erstmal in das Haus da oben. Und das da unten auch. Also machen wir erstmal uns den Weg hier frei. Den wollte ich jetzt nicht angreifen. Aber egal, alles töten. Wir töten einfach alles. Und alles Erfahrungspunkte. Und ich sagen, wir sind Level 120 und haben das andere Land noch nicht mal angefangen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, zack. So, und weiter geht's. Sehr schön. Ich brauche ein Ziel. Hier ist auch noch einer. So, und von dir brauchen wir noch einen Talisman. Zack. Vögel auf dich drauf, markiert. Oh, unser Tier ist tot. Das war glaube ich gerade ein bisschen zu viel für den, oder? Stellen wir uns mal kurz tot. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Da ist er wieder. Hat er sich versteckt? So, zack. Wie heißt der denn? Ich habe kein Ziel. Okay, Bluthexe. So. Da konnte ich gerade gar nicht so schnell lesen. Yelju. Uiuiui, die haben auch alle Namen diesmal in den Add-on. Kann man ja kaum aussprechen. Ich brauche ein Ziel. So. Talisman auch gesammelt. Jetzt den noch da oben in dem Haus. Und ja, was machen wir denn? Gezähnte Kriegsbuhnen vergiften. Okay. Wie machen wir das? Besieg. Ach. Nee. Das macht cool. Lesen wir gleich mal durch. Erstmal bringen wir den hier um. Na, komm her hier. Zeit. Tötungsbefehl, das ist immer so eine gute Rotation, da macht er immer schön Schaden voll mit. Tötungsbefehl macht er hier am meisten Schaden, finde ich. So. Ich brauche ein Ziel. Sehr schön besiegt. Letzte Talisman. So, jetzt gucken wir, was wir hier machen. Vergiften. Das sind bestimmt diese Springviecher hier, ne? Gezähmte Kriegsblut vergiften. Ach, das sind die hier, ne? Oh, das ist ja kein Problem. Haben wir uns ja schon Weg durchgekämpft. So, da ist noch einer. Da ist die letzte. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Dann können wir die Aufgabe abgeben. Sehr schön. Dann müssen wir genau reiten mal in das Zelt. Ja, kommt ruhig mit. Dann gehen wir in das Zelt hier. Da hinten haben wir auch noch viele Aufgaben, ne? Oh, was folgt uns? Totstellen. Nichts mehr. Dunkle Zeiten in Sandala. Ah, Talismane abgeben. Was kriegen wir da schönes? Ein Schmuckstück. Oder Handgelenk, 20 GS-Punkte. 30, aber. Jetzt haben wir eine Fähigkeit, Trefferwertung zu erhöhen. Hm. 20. Das sind 20 GS-Punkte. Ah, komm, dann hütet das mit euch vor der Hätte vor. Ich werde mich allein eurer annehmen. Erik, jetzt wird's ernst. Wenn das nicht klappt, sind wir mausetot. Wie sollen wir das nur bewältigen? Stelltier mit Hilfe von... Okay. Passt mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Meine Diener, lasst ab.
Ihr Frevler, tretet vor und seht eurem Ende ins Auge. Euer Blut wird Gahun speisen. Mal ein paar Fotos machen von den komischen. Wollen wir jetzt hier eingehen? Ah ne, hier mit ihm sprechen. Ich hasse Blutrolle. So, was man spricht mit. Dunkle Zeiten in Sandala. Kommt heil wieder zurück. Ach, hier müssen wir reingehen? Ja. Ich hasse Blutrolle. Großer Herik, wir flehen um Gnade. O Mächtiger, verschont uns. Gnade? Dummes Insekt, wir werden euch und ganz Suldasar auslöschen. Na gut, jetzt denkt ihr wirklich, ich werde... Was ist das für ein Gift? Tja. Was habt ihr mir angetan? Wir töten dich, du alter Lorder. Alte Lorfledermaus, du. Es klappt! Nicht aufhören! Weiter stechen! Die Macht meines Meisters durchströmt mich. Genug! Ich werde mich an eurem gebrochenen Leib laben. Ihr seid stark. Aber keiner hält der Macht eines Luas stand. Was? Wo fliegen wir denn jetzt hin? Runter! Da kommt Herik! Nach all euren Heldentaten endet ihr Tod in meiner Höhle. Ich labe mich an euch. Wenn ich wieder bei Kräften bin. Okay, aber wir werden dich bestimmt noch töten. Wie sollen wir das nur bewältigen? Gut, der denkt, wir sind Matsch. Weil ich doch gezwingt den Lord der Fledermäuse. Dann bezwingen wir ihn mal. Geht ihr weiter? Ich werde schon wieder. Ich brauche nur Zeit. Ich muss echt mal anfangen, etwas gesünder zu leben. Der Dialog hier bei WoW ist immer so geil. Ich labe mich an eurem Fleisch. Ach, und reiche eure Seele meinem Meister da. So, aber gleich mal. Wir haben einen Lor besiegt. Zack. Und. Ist besiegt. Ich muss etwas anvisieren. Dieser von Gahun. Dafür werdet ihr bezahlen. Zuerst wird Suldasar fallen und dann die Horde. Ach, die Horde ihr wird niemals fallen. Ihr habt unseren Lor getötet. Wir werden euch jagen. Euch foltern. Euer Blut ist unser. Ihr könnt nicht aufhalten, was kommt. Keine Hoffnung für Suldasar. Keine Hoffnung für euch. Gahun kommt. Gahun erwacht. Mhm. Die und ihr Gahun. Wir haben bisher alle besiegt. Wir werden auch Gahun besiegen. So, ja. Ist alles schlechter, ne? Ach, nimm einfach mal das mit. Kehrt zur Ruine von Lop. Okay. Passt mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Springen wir mal auf die Fledermaus. Die bringt uns bestimmt zurück zur Ruine. Genau. Und dann können wir uns den Aufgaben als nächstes widmen. Was müssen wir denn da machen? Machtfüller. Töten. Töten, töten. Alles töten. Okay. Aber erstmal werden wir schnell zur Ruine zurückkehren. Hier ist ein Kraut oder irgendwas. Ja, ein Kraut ist da in der Nähe. Na komm, du greifst uns sowieso gleich an. Zack.
So. Ich habe kein Ziel. Besiegt. Dann müssen wir wieder aufmounten. Und kurz in die Ruine sollen wir zurückkehren. Den Hexendoktor Kiyubu sollen wir informieren. Wen haben wir denn da? Was? Ihr seid noch am Leben. Wir sehen uns später. Ihr habt was gemacht? Ihr könnt doch nicht... Ihr dürft keine Loa umbringen. Kein Problem. Ja, Freundchen. Ich weiß, dass ich kein Loa umbringen darf, habe ich aber. Okay. Dann werden wir uns jetzt der Aufgabe zu vorbei. Wir werden aber erstmal die Aufgaben erledigen, bevor wir zu den nächsten Aufgaben rennen. Oh, es gibt doch noch eine Folgeaufgabe. Tortolana, was führt euch an diesen verfluchten Ort? So schlimm ist es hier nicht. Wir sind auf Pilgerschaft. Und irgendwas sagt mir, dass ihr alles nur noch komplizierter machen werdet. Prinzessin, die Horde schickt uns bald Verstärkung. Wir sollten hier mal nichts überstürzen. Zeiten ändern sich. Jetzt die Sandalari müssen sich mitändern. Rache für die Gefallenen. Mögen die Loa... Ihr wollt mir also sagen, Buon Samdi hilft euch? Und ihr habt Hirik getötet? Beeindruckend. Aber wir haben Arbeit. Es bleiben nur noch zwei Loa. Wir müssen uns den Tortolanern anschließen auf ihrem Weg zu Torga, dem Schildkrötenloa. Nun gut, ich tue, was immer ich mitkommen tun muss, damit mein Volk sicher aber ist. Aber macht nicht zu viel Lärm. Das ist eine Pilgerreise, kein Karnevalsumzug. Möge Buon Samdi eure Feinde holen. Wo wollt ihr denn so schnell euch holt? Meine Schattenjäger und ich sperren die Gegend aus. Ich lasse die Prinzessin in eurer Obhut. Gut, dann auf zu Torga. Aber denkt daran, nicht zu viel Lärm machen. Ich will keine einzige Geschichte verpassen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mit euch Tortolanern zu tun habe und euren endlosen Geschichten. Konzentriert euch und lauft weiter. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen, Prinzessin. Kraut. Soll ich jetzt mit den beiden wandern? Nee, wir müssen uns da treffen. Okay, ich... Brauchen wir nicht mit den beiden wandern, sehr gut. Können wir doch die andere Aufgabe noch erledigen. Wenn wir schnell mal das und das einsammeln, das noch da drücken. Dann können wir aufmounten. Wie viel brauchen wir denn noch? Noch 400.000, wow, also doch so viel. Aber wir werden erstmal die beiden anderen Aufgaben da erledigen. So. Wenn wir hier gerade raus uns durchkämpfen, nicht durchs Lager direkt. Euch vorbei, Ruhe. So. Dann gucken wir mal, was wir hier töten müssen. Hier rum, hier ist eine Höhle. Ach, hier waren wir ja schon, ne? Aber hier können wir trotzdem noch mal was verkaufen. Kommt und holt den Voodoo. So, dann verkaufen wir alles das so, was wir nicht brauchen, dass wir mal wieder Platz kriegen im Inventar. Zumindest die Sachen hier. Nochmal, zack, zack, zack. Großteil schon verkauft, sehr schön. So, oh. Auf Mountain. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ans andere Ende. Ich glaube, da müssen wir rein, ne? Wir gehen mal kurz den Weg entlang. Müssen wir denn da hin oder da hoch? Wir reiten jetzt einfach mal querfeld ein und stellen uns an. Niemand entkommt dem Blutgott! Ach, von dem müssen wir drei töten. Hier ist das also, okay.
totstellen. Hat geklappt, das ist sehr schön. Ist hier oben was Bestimmtes? Dich müssen wir bestimmt später töten, gehe ich ganz stark von aus. So, aber von euch müssen wir 3 Stück töten. Dann greifen wir dich als erstes an. So. Das ist auch eine Elite, ne? Können wir die irgendwie... Ah doch, hier können wir sie verkleinern. Ah, das ist sehr schön. Ich brauche ein Ziel. So, zack. Von euch sollen wir auch 8 töten, oder? Ja, genau. Auch kein Problem. Können wir dich auch angreifen? Noch nicht bereit. Ich greife auch gleich mit an. Unser Tier. Zack. Habe ich jetzt. Die hauen echt aber auch rein, ne? Da habe ich gar nicht drauf geachtet, wie auf unser armes Tier. Ey, die hauen wirklich richtig rein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh Mann, das war aber echt knapp. Dann essen wir mal kurz was und dann werden wir da unten den Sternmob töten, der auch direkt die Aufgabe für uns ist. Aber das würde ich sagen, das machen wir direkt in der nächsten Folge, die ihr morgen weitersehen könnt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen bei Let's Play WoW mit unseren Horde hier bei Burgrim LP. Danke und tschüss.